Nimmt ihr jetzt auf? Ich sehe das nicht. Ist da irgendwo ein Rekord? Ja, 9 Sekunden. Tag schön. Moin. Zweiter Teil. Wir sind wieder bei unserem Keller. Bei unserem Keller. Wir sind Kartoffeln holen. Wir gehen jetzt in den Keller und holen Kartoffeln. Und dann gibt es Fischstäbchen mit Kartoffelbrei. Oh Gott, wie bescheuert. Ja, diesmal haben wir Lampen mit, ohne Ende. Also sollte es heute kein Problem sein, Licht ins Dunkel zu bringen. Gehen wir hier lang? Ja, jetzt hier rein. Premiere von meinem Mikrofon. Ich habe jetzt auch so einen toten Fuchs da oben. Sagt er mal ein toter Fuchs? Tote Katze. Tote Katze. Eine tote Katze habe ich jetzt auf der Kamera. Bin gespannt, wie der Ton ist. Aber hier sieht man ja schon. Hallo. Das finde ich ja cool. Hat der jetzt auch so eine Anzeige? Ja, also wenn ich die einstelle. Ich mache das immer weg, weil das so ein bisschen irritierend ist. Na dann, kommt mit! Guckt die zu uns oder guckt die in die andere Richtung? So Leute, wir sind wieder zurückgekehrt. Aber erst hören wir mal, ob da wieder der Schuh kommt. Oh. 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 Habt ihr das gesehen? Von Action. Thank you.
Ach, da ist er. Oh, frische Luft. Herrlich. So, haben wir auch geschafft. Check. Den mysteriösen Keller. Hast du die Kartoffeln jetzt? Ja, habe ich mitgenommen. Hast du ja? Alle dabei sind im Rucksack. Herrlich. So, wir sind auf dem Rückweg. War nicht so toll. Also wir dachten, wir finden da was Schickes, Schönes, Verstecktes, Geheimes. Aber es war eigentlich nur ein ewig weiter Gang. Und von dem Gang ging es dann in einen Bunker und es ging dann nochmal in so einen separaten Raum oder Räume, wo dann ganz viele Räume wieder abgingen von. Also und deutsche Schrift haben wir gesehen, also von den Russen war es schon mal nicht. Und ich glaube, bei Toffer gibt es das gleiche zu sehen. Ja. Auf jeden Fall so ähnlich. Oder vielleicht fahre ich nochmal her und stelle dann da noch ein paar Schaupuppen hin oder so. Also wenn ihr Toffer von hinten sehen wollt, dann guckt da mein Video. Genau. Und wenn ihr mich von hinten sehen wollt, dann guckt da sein Video. Und wir waren ja nie auf dem Gelände, weil da war ja ein Schild betreten verboten. In 5 bis 6 Meter Höhe. An einem Haus. An der Hauswand. Und wenn man auf dieses Gelände raufkommt, sieht man dieses Schild gar nicht. Also ich habe nichts gesehen. Nee. Hast du das gesehen, ja? Nee. Von welchem Schild redest du denn gerade? Ich weiß auch nicht. Verwirrt. Wahrscheinlich von meiner Eingangstür zu Hause. Wir gucken jetzt noch, ob wir einen anderen Platz noch finden. Einen verlassenen. Also bis gleich in Dirks Wohnung. Tschüss. Ciao.